Hallöchen, so, ich habe hier mir mal was gemacht für das DSO und zwar Knöppel, die waren dann bei, ja, ein Gehäuse gedruckt. Das habe ich ein bisschen modifiziert. Hier ist jetzt noch ein großer Schalter dran, das macht aber nichts. Ich habe keinen anderen jetzt gefunden. So einer, der ist auch schon ein bisschen kaputt. Das Gehäuse kam so, wie es war, nur der Abstand hier drinnen war für eine 9-Volt-Batterie und diese zwei Stege, die hier sind, die waren nicht drinnen. So, 9-Volt-Batterie habe ich hier. Das war direkt dafür gemacht. Könnt ihr ja mal sehen. So viel Platz habe ich mir da noch geschaffen. Und die zwei Stege habe ich noch gemacht, weil ich da noch zwei kleine Schrauben rein machen werde. Wenn das denn hier überhaupt klappt, ja. Schrauben muss ich mal gucken. Ich weiß nicht, wo ich meine Schrauben gelassen habe, aber geht ja erstmal darum. Ich will das auf Akku bauen und dazu habe ich jetzt hier zwei von diesen. Zwei von diesen Akkus habe ich, glaube ich mal, irgendwann aus der Batteriekiste gezogen. Ihr seht schon, ich habe da was gelötet. Das sind 950 mAh Akkus. Ich habe die auch mal aufgeladen und habe das Oszilloskop damit betrieben. Das waren so 5,5 Stunden und dann fing es an mit den Spannungen da, dass die nicht mehr so ganz korrekt sind. Das passt. Das Oszilloskop nimmt so 100 und in die 10 mA. Müsste man jetzt eigentlich sagen, müsste ja 9 Stunden, aber die Akkus sind noch nicht leer. Die sind beide auf 3,5 Volt. Das sind 7 Volt, so ab 7, unter 7 Volt ungefähr so fängt das an, dann nicht mehr so richtig zu wollen. Das ist der 5 Volt Spannungsregler, der minus 5 Volt Spannungsregler, der dann anfängt zu spinnen. Der plus 5 Volt, der kann noch mit 6 Volt umgehen, aber der minus 5 Volt nicht mehr. Die brauchen ungefähr 2 Volt über dem, was sie eigentlich machen, also bei 7 Volt. Passt also. Das werde ich jetzt hier reinbauen. Das habe ich mir extra schon ausgespielt, wie das hier reinpasst. Und anlöten. Und da werde ich euch zeigen, dass das auch auf Akku läuft. Also das ist das Einfachste, was ich machen konnte. Dann habe ich noch die anderen Knöpfe. Die Größe von den Akkus. Falls irgendjemand auch solche Akkus hat oder in der Größe. Die sind hier 33 mm breit und 53,5, also 54 mm hoch. Mit dem Kabel kann man sagen, so 55 mm. Mit dem Schalter, ja, ich habe keinen anderen gefunden. Ich hätte gerne einen anderen genommen, aber ist egal. So einen kleinen Schiebeschalter oder sowas. Ich weiß noch nicht, wo ich noch einen habe. Ist aber egal, es passt schon so. Das Dingens gibt es auf Thingiverse. Einfach DSO 138 eingeben, dann werdet ihr das finden. Das ist in Gelb mit einer 9-Volt-Batterie hier hinten drin. Das ist ja ist nichts Besonderes. Druckzeit von dem Teil hier knapp 4 Stunden. Das hier war, glaube ich, knapp 2 Stunden. Die Knöpfe habe ich ein bisschen anders gedruckt, alle zusammen insgesamt eine Stunde, weil ich da eine relativ feine Auflösung genommen habe und ein bisschen langsamer gedruckt habe als sonst. Mehr als die Hälfte langsamer als ich sonst drucke. Naja, für mich reicht das, falls einer das mal nachbauen möchte. Ich werde das jetzt verkabeln und dann sehen wir uns wieder, wenn das drinne steckt. Bis gleich, da bin ich wieder. Jetzt habt ihr da, seht ihr das schon im Gehäuse, aber irgendwie klappt, passt das hier irgendwie noch nicht oder doch passt. Ja, es ist ein bisschen so, aber da habe ich jetzt die Akkus drinne. Ich habe da noch ein Stück Schrumpfschlauch. Wir müssen noch ein Pin abgebrochen vom sag schnell Schalter. Der isoliert jetzt gegen die Akkupole. Die sind jetzt nicht besonders fest da drin. Ich habe das ein Stück Stromschlauch so dazwischen gepackt, dass das ein bisschen isoliert ist.
Von vorne sieht es dann so aus. Kann ich dann hier so hin und her schalten. Und drücken. Hier ist dann so eine Art Wippe plus minus. Ist jetzt keine Beschriftung drauf, nichts. So, die Folie vom Display habe ich abgezogen. Ja, jetzt sind da Dingspatscher drauf, also egal. Aber dass es funktioniert, seht ihr. Es ist mobil. So, Attention. Das läuft jetzt auf Ground. DC. AC. 0,55. Das funktioniert alles. So. Das ist okay. Ja. Zeit kann ich einstellen, kann durchscrollen und ich kann Reset machen. Den Reset, ja, ich hätte ihn mal lieber ein bisschen niedriger gemacht, ne, ist egal. Beschriftung mache ich mit diesem Label-Ding da, aber das passt. So, aufladen tun die sich auch. Warum habe ich jetzt diese Handy-Akkus genommen? Weil die halt diese Elektronik drin haben. Die haben ja diese Überwachung drin, die schalten bei Unterspannung ja runter, bei Kurzschluss schalten sie sich auch weg. Sie sind die Ladeüberwachung, sie schalten sie auch die Ladung weg. Ich versuche das jetzt mal. Jetzt ist es hier ausgeschaltet. Ich kann ja über das Netzteil ja auch noch bepowern, dass ich dann über das Netzteil Strom habe. Jetzt nimmt er 108, also 110 mA. Aber ich kann auch einschalten. Jetzt zieht er 7,88 Volt bei 1 Ampere Begrenzung. Und jetzt lädt sich der Akku mit auf. Jetzt wird der Akku mit geladen. Also, und er müsste jetzt auf 8,4 Volt circa. Aber das machen die Akkus selber. Also während ich das mit Strom betreibe, kann ich sogar die Akkus laden. Wie gesagt, ich habe da um die 5 Stunden Betriebs rausgekriegt, also 5 Stunden lang durchweg laufen lassen, während das Gehäuse gedruckt hat und alles. Also das hat wirklich sehr lange durchgehalten und so lange habe ich das ja nie am Stück an. Aber so kann ich jetzt das Ding auf Akku betreiben. Ich hätte es eigentlich gerne über 5 Volt gemacht mit einer Zelle. Nur ich müsste dann einen Step Up haben und ich habe keinen Step Up, ich habe nur einen Step Down. Ein Step Up habe ich nicht, könnte man nämlich machen mit einem kleinen Step Up bei 100 mA, das ist ja gar nichts. Von 3, oder von 4 Volt auf 9 Volt hoch. Das wäre auch möglich gewesen, eine Rundzelle oder sowas oder ein von diesen Akkus oder wie auch immer. Ich hatte hier so viele gehabt, so viele Akkus. Aber ich wollte das nicht ganz so riesig machen. Die Idee mit dem kleinen Sensor habe ich erstmal verworfen. Das wäre zu viel Fummelarbeit gewesen, das so weit abzuändern, dass ich das mit reinkriege. Da müsste ich es komplett neu entwerfen. Da hatte ich aber ehrlich gesagt keinen Bock zu. Ich kann ja mal gucken, ob ich euch das... Ich nehme es mal mit dem Handy auf. Ich versuche es mit reinzuschneiden. Wie viel Strom das jetzt zieht mit Akku. Das wäre jetzt das, was er mit Akku zieht. Ich mache mal das Licht aus. Wenn ich jetzt ausschalte, geht es auf 100 mA runter. Das Oszilloskop ist noch an. Ich mache den Schalter wieder rum. Und ich habe wieder an. Ich kann jetzt hier auch ausschalten. Ist bei 7,3 und Volt und das Ding ist auch noch an. Ich mache aber mal wieder an. Und lass ihn jetzt erstmal aufladen. Ja, ich habe jetzt hier 1 Ampere gewählt, weil das eben 950 mA oder was sind. Ich weiß nicht, wie die
Dings das regelt, aber ich denke mal mit 1 Ampere, mit dem Oszilloskop, da sind wir bei 900 Milliampere, das müsste ja wohl ausreichen, schätze ich mal. So, die Spannung steigt auch schon an, 8,13. Naja, so, das habe ich jetzt mal einmal mit reingeschnitten. Das wäre dann soweit fertig. Und jetzt fehlt nur noch der Deckel, aber wie gesagt, ich habe jetzt keine Schrauben gerade parat. Ja, das war Reset. Ich muss mal gucken. Ja, jetzt ist es wieder an. Ja, Deckel wäre dann nachher. So, da drauf. Ich habe bloß hier für die kleinen, weil ich das größer gemacht habe, Dings, kleinere Schrauben genommen. Ich muss jetzt bloß noch die Schrauben finden, die ich da reinschrauben kann. Dann wäre das soweit fertig. Hier ist die Folie von dem Display. Aber dann hätte ich so ein kleines mobiles, tragbares Oszilloskop. Gut, aber soweit wäre es dann fertig und dann ja, bis zum nächsten Video. Tschüssi.